Zum heutigen Webgespräch. Ich begrüße sehr herzlich Professor Nico Pech. Kurzfassung zu Ihrer Person: Sie haben Volkswirtschaftslehre studiert, Abschluss in Osnabrück gemacht. Sie waren dann in diversen Nachhaltigkeitsorganisationen tätig. Sie waren außerplanmäßiger Professor in Oldenburg und haben dort mit Werner Onken zusammen die Ringvorlesung Postwachstumsökonomie abgehalten. Sie sind im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC und seit 2016 betreuen Sie den Masterstudiengang Plurale Ökonomik in Siegen, sind dort auch außerplanmäßiger Professor. Ich habe zur Vorbereitung hier, Sie haben mir einen Aufsatz zugesendet, der hat den Titel Zukunftsbeständigkeit durch Selbstbegrenzung. Wir haben jetzt eine Zeit lang in einer Zeit gelebt, das war keine Selbstbegrenzung, sondern es war eine Fremdbegrenzung. Und daraufhin ist die Wirtschaft geschrumpft. Wir sind jetzt auf dem Stand, ich glaube, von 2013 wieder. Das wird allgemein als Katastrophe empfunden, das soll ausgeglichen werden. Aber wir müssen auch feststellen, wir haben überraschend mehr Klimaziele erreicht, wie wir eigentlich dachten. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das alles irgendwie zusammenbringen? Und uns interessiert natürlich auch ganz besonders, welche Rolle dabei das Geld spielt, dass er jetzt zur Rettung der Situation in Anführungszeichen ganz massiv erzeugt wird von den Zentralbanken. Vielleicht kurz zum Abschluss meiner Einführung noch ein kleines Zitat aus dem Aufsatz. Sie schreiben, würde der Corona-Schock bewirken, dass Visionen einer genügsamen Daseinsform mehr Beachtung fänden, um den innovativen Wildwuchs durch eine Rückbindung an manches Bewährte und Bekannte einzuhegen, wäre viel gewonnen. Herr Professor Pech, bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich meine, ich habe heute nicht viel Zeit und weiß jetzt auch nicht, welche Vorkenntnisse Sie haben im Hinblick auf den Forschungsbereich Postwachstumsökonomik. Deswegen habe ich ja mit Ihnen, Herr Kawat, abgesprochen, dass ich vielleicht doch noch mal in das Thema Postwachstums Ökonomik etwas einführe. Zunächst ist es so, dass also die Postwachstumsökonomik eine, man könnte sagen, wirtschaftswissenschaftliche Teildisziplin ist, die sich verortet eigentlich im Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit, Wirtschaft und eben Wachstum. Und die Postwachstumsökonomik ist eben eine sehr, ja, man könnte sagen, multidisziplinäre Forschungsrichtung. Sie bedient sich eben nicht nur in den Gefilden der Ökonomik, sondern sie zieht viele Methoden oder auch Erkenntnisse oder Wissensbestände anderer Disziplinen heran. Zuvorderst ist da die Thermodynamik zu nennen, also damit die Physik, aber auch die Soziologie, die Institutionenforschung, die Kulturwissenschaft und ganz wichtig die Psychologie spielen eine große Rolle, weil die Postwachstumsökonomik auf der Erkenntnis beruht, dass die Wiederherstellung der ökologischen Überlebensfähigkeit menschlicher Zivilisation sich nicht alleine darstellen oder gestalten lässt, auf den Wissensbeständen oder den Theoriezugängen und schon gar nicht den Methoden der klassischen Wirtschaftswissenschaft. Vielleicht noch mal ganz kurz, um deutlich zu machen, wo wir gerade stehen, um also die nicht mehr gegebene Überlebensfähigkeit menschlicher Zivilisationen ganz griffig eigentlich für jeder Mann und jede Frau verständlich darzustellen, bietet sich der sogenannte Country oder World Overshoot Day an. Und dieses Konzept beruht darauf, die pro Jahr überhaupt verfügbaren ökologischen Ressourcen auf die Länder der Welt im Hinblick auf die jeweilige Population gleich zu verteilen und dann zu schauen, ob die Länder mit diesem Vorrat, der ihnen dann zustünde für ein Jahr, auch wirklich auskommen. Und dieser Overshoot Day ist der Tag, an dem die Länder quasi alles an ökologischen Ressourcen verbraucht haben. Damit sind nicht nur die Quellenfunktionen gemeint, das heißt das Extrahieren von Mineralien oder das Bebauen und Nutzen von Flächen, sondern natürlich auch die Senkenfunktion. Das heißt also,
der Ausstoß an CO2 beispielsweise, an Abfällen oder sonstigen Hinterlassenschaften. Und die Bundesrepublik Deutschland hat diesen Tag sage und schreibe schon am 3. Mai erreicht. Das heißt, am 4. Mai leben wir ökologisch über unsere Verhältnisse. Das Hauptproblem dabei ist wohl der Klimawandel. Und hier habe ich so eine kleine Simulation. Da sieht man, wie sich die durchschnittliche Erdtemperatur beginnend hier mit dem Jahr, in dem erstmals valide Daten verfügbar waren, sich eben verändert hat und hier auch noch abgetragen über die Monate. Und was man erkennt ist, dass die Minimalbedingung für die ökologische Überlebensfähigkeit der menschlichen Zivilisation, nämlich das 1,5 oder wenigstens 2 Grad Klimaschutzziel, schon kurz davor ist, verletzt zu werden. Das heißt also, wir stehen buchstäblich am ökologischen Abgrund. Und es sind keine Tendenzen erkennbar derzeit, weder in der Zivilgesellschaft und am allerwenigsten auf der politischen Ebene Vorkehrungen zu treffen, die verlorene Überlebensfähigkeit zurückzugewinnen. Und die Postwachstumsökonomik, ich mache das heute ganz kurz, beruht nun im Weiteren auf der Erkenntnis, dass alle Versuche, das wirtschaftliche Wachstum eben zu entkoppeln von ökologischen Schäden, dramatisch gescheitert sind und in vielen Fällen sogar zusätzliche Schäden überhaupt erst verursacht haben. Das trifft insbesondere auf die deutsche Energiewende zu, aber absehbar auch auf die Elektromobilität und andere Innovationsparadigmen, die man als Green Technology, Green Economy oder Green Growth verkauft. Es gibt so viele Formen des Scheiterns dieser Versuche, über technischen Fortschritt die Überlebensfähigkeit wiederherzustellen, dass ich natürlich die Zeit nicht habe, das hier alles zu referieren. Ich unterscheide zumeist 4 Kategorien des Scheiterns einer sogenannten sozial-ökologischen Modernisierung. Wir überschätzen also die Technik brutal und wir übersehen, dass bis heute alle Versuche, über Technik Umweltschäden zu beseitigen, immer nur bedeutet haben, selbst da, wo man meint, uns vorrechnen zu können, dass es geklappt hat, einen bestimmten Schaden nur in eine andere physikalische Dimension zu verlagern oder auch räumlich und zeitlich zu verlagern. Und dann stellen wir fest, dass in modernen Gesellschaften das Sprießen und Wachsen der Märkte für vermeintlich ökologische Lösungen im Bereich der Güter und der Technologie zu einem, man könnte sagen, ökologischen Ablasshandel geführt hat. Wir stellen also fest, dass jene Menschen, die sich besonders betätigen darin, viel Geld auszugeben oder viel Engagement zu entfalten in der ökologischen Umgestaltung ihres Konsums, oft höhere ökologische Rucksäcke produzieren als jene, die gar nicht das Geld hätten, sich einen Tesla zu kaufen, bei Alnatura Kunde zu sein oder wie auch immer. Das heißt also, wir beruhigen unser Gewissen damit, dass wir eine PV-Anlage aufs Dach setzen und fahren dann trotzdem oder gerade deshalb SUV, weil wir quasi die eine Handlung als ethische Kompensation begreifen für andere ökologisch viel ruinösere Handlungen, die wir aber vielleicht liebgewonnen haben als Teil der Gestaltung unseres Lebens. Und dann gibt es ein Problem, das darin besteht, dass wir die Politik auch überschätzen. Meines Erachtens ist die demokratische Politik auf diesem Planeten schlicht und ergreifend handlungsunfähig, wenn es um das Wichtigste geht, was wir jetzt erledigen müssen, nämlich die menschliche Zivilisation ökologisch überlebensfähig werden zu lassen. Wenn, und das wird auch in der wachstumskritischen Debatte total übersehen, wenn es keine Möglichkeit eines grünen Wachstums gibt, wenn klar ist, dass man nicht mal theoretisch widerspruchslos darstellen kann, wie es denn gelänge über ökologische Effizienz, über Kreislaufwirtschaft oder regenerative Energien, unser Wohlstandsmodell zu ökologisieren, dann heißt das, dass gewählte Politikvertreterinnen und Vertreter nur noch eine Möglichkeit haben, die Lebensgrundlagen zu erhalten. Und das kann nur eine Politik der Begrenzung sein. Es gibt aber in der Geschichte der parlamentarischen Demokratien nicht ein Beispiel dafür, dass jemals eine Partei oder Regierung gewählt oder im Amt bestätigt wurde, wenn sie vor das geneigte Publikum trat und sagte, wählt mich, mit mir gibt es weniger Fleisch, keine Flugreisen und Urlaub mehr und keine Smartphones für Kinder, die jünger als 10 Jahre sind. Es gibt auch nicht mehr als 35 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf und so weiter und so fort.
Und es gibt vor allem viel, viel weniger Elektrizität. Das ist politischer Selbstmord. Das heißt, wenn die Technik versagt, versagt nicht einfach nur das sogenannte grüne Wachstum, sondern dann verliert die Politik ihre Handlungsmöglichkeit. Gewählt wurden Politikerinnen und Politiker bislang immer nur, wenn sie Geschenke verteilten. Die deutsche Energiewende ist nichts anderes als ein Füllhorn, eine unbändige Subventionierung, zwar eine Quersubventionierung, das muss man dazu sagen, aber eine unbändige Subventionierung der vermeintlich grünen Technologien. Was da also an Gewinnen erzielt und an Arbeitsplätzen geschaffen und auch an Geschäftsfeldern formiert werden konnte, das ist sensationell. Aber leider trägt das dann nicht zur Entlastung der Ökosphäre bei. In dem Moment, wo sich die Politik umkehrt und sagt, die einzige Energiewende, die diesen Namen verdient, besteht darin, Energieverbräuche radikal zu reduzieren, insbesondere in der Mobilität, im Konsum und in der Digitalisierung, werden die Politikerinnen und Politiker, die das sagen, am nächsten Tag mindestens zwei schusssichere Westen brauchen. Und deswegen werden sie es auch nicht sagen und sie werden es auch nicht tun. In einer Demokratie kann die Politik vieles, aber eines nie, nämlich gegen die Lebensrealitäten der Wählermehrheit vorzugehen. Das heißt also, wir haben hier nicht nur ein technisches Problem, wir haben auch, und das schreibe ich auch in dem neuesten Buch All You Need Is Less, das ich ja nicht alleine verfasst habe, wir haben ein Problem mit den Technikklempnern und den Institutionenklempnern. Was sind die Befunde, die wir jetzt vor Augen haben und was folgt daraus? Wir brauchen ein völlig anderes Gerechtigkeitsverständnis. Wir brauchen natürlich einen ökonomischen Zukunftsentwurf jenseits wirtschaftlichen Wachstums. Schlimmer noch, es reicht nicht aus, einfach nur nicht mehr zu wachsen. Wir müssen beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland radikal, ja, die Wirtschaft zurückbauen. Und wir brauchen Transformationsszenarien, die sich nicht mehr auf die Politik verlassen. Und das hat nichts mit Politikverdrossenheit und noch weniger mit Demokratieverdrossenheit zu tun. Für mich wird andersherum ein Schuh draus. Um die Demokratie zu retten, muss jetzt die Zivilgesellschaft erkennen, dass der Ball in ihrem Spielfeld liegt und dass sie erste Schritte gehen muss in der Formierung sozialer Bewegungen, die gute Beispiele dafür liefern, dass es möglich ist, in einer Postwachstumsökonomie demokratisch frei und würdig und auch sozial gerecht zu leben. Also das neue Gerechtigkeitsverständnis, um damit zu beginnen, ist schlicht und ergreifend festgemacht an der Minimalbedingung einer nachhaltigen Entwicklung. Und die lautet globale Gerechtigkeit innerhalb unverrückbarer ökologischer Grenzen. Dies beispielhaft erläutert am Klimaschutz hieße, dass wir die mit dem 1,5 oder wenigstens 2 Grad Klimaschutzziel noch zu vereinbarende Gesamtmenge an globalen CO2-Äquivalenten auf alle derzeit lebenden etwa 7,7 Milliarden Menschen verteilen müssten. Jetzt käme dann heraus, dass jeder und jede von uns noch eine Tonne CO2 zur Verfügung hätte. Und wir liegen in Deutschland bei 12 Tonnen. Das heißt also, die einzige Möglichkeit, Nachhaltigkeit zu messen, liegt in den individuellen Öko- oder CO2-Bilanzen und nicht in der Anzahl an Tesla-Mobilen, die wir umgesetzt haben, oder Windkraftanlagen oder Passivhäusern, die wir projektiert haben, weil das nichts darüber aussagt, was die Menschen, die sich dieser Technologie bedienen, ansonsten noch in ihrem Leben so, was sie sonst noch tun und was auch ökologisch relevant ist. Und der Weg halt in Richtung Nachhaltigkeit aus einer groben makroökonomischen Perspektive bestünde darin, nicht einfach nur eine Wachstumswende herbeizuführen, sondern tatsächlich eine Reduktion. Und diese Reduktion heißt eben, ich sagte es bereits, die Mobilität, die Techniknutzung und vor allem den Konsum radikal zurückzubauen, aber nicht auf Null, nicht auf das Niveau des Mittelalters oder der Steinzeit, sondern auf ein Niveau, von dem sich sagen lässt, dass wir damit globale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen auch wirklich verwirklichen können. Und das, was Sie jetzt sehen, ist eine ganz, ganz skizzenhafte Darstellung der Postwachstumsökonomik, die nun anknüpft an diese ganz wenigen und nur auszugsweise erwähnten Befunde. Zunächst die Wachstumskritik. Welche theoretischen und empirischen wissenschaftlichen Befunde verhelfen uns zu der Einsicht, dass wir vor Wachstumsgrenzen stehen, die wir nur eben durch eine Reduktion des Bruttoinlandsproduktes meistern können. Da ist keineswegs nur die Rede hier, wie Sie sehen, auf dieser Folie von ökologischen Grenzen. Es gibt so viele andere Wachstumsgrenzen, die wir ebenfalls berücksichtigen müssen. Zum Zweiten geht es in der Postwachstumsökonomik um die
Analyse von Wachstumstreibern. Und ich kann Ihnen hier sagen, dass Sie mit Ihren Ansätzen nicht falsch liegen, wenn Sie angebotsseitige Wachstumszwänge oder Treiber als ein Resultat eben auch unseres Geld- und Finanzsystems begreifen. Der Zinseszinsmechanismus ist und bleibt ein Wachstumstreiber. Und die unbegrenzte Giralgeldschöpfung der Geschäftsbanken ist und bleibt auch ein Wachstumstreiber. Natürlich haben auch die Marxisten nicht Unrecht, wenn sie sagen, dass einfach die Notwendigkeit, das eingesetzte Kapital mit Gewinnen und Renditen zu veredeln, dass auch dies ein Wachstumstreiber ist. Aber die nachfrageseitigen Wachstumstreiber, die empfinde ich als mindestens so wichtig. Wenn Menschen meinen, sie müssen 3 Autos haben und pro Jahr 80 Kilo Fleisch essen und 2-mal im Flieger sitzen, dann nützt keine Geldreform, dann nützt auch keine marxistische Revolution, dann nützt gar nichts. Sondern dann ist das schlicht und ergreifend so, dass wir auch einen kulturellen Wandel brauchen. Das zu verzahnen vielleicht mit einer Geldreform könnte Sinn machen. Aber alleine zu meinen, dass man über veränderte Institutionen eine Gesellschaft bändigt, die so brutal über ihre ökologischen Verhältnisse lebt, das halte ich für illusorisch. Nun, der dritte Bereich der Postwachstumsökonomik ist dann der Versuch, den als Postwachstumsökonomie bezeichneten Zukunftsentwurf so darzustellen, dass er umsetzbar ist. Und da sind natürlich 2 Reduktionsstrategien, die miteinander in Synergie treten, zu beachten. Zunächst einmal Reduktionsstrategien auf der Nachfrageseite, damit bin ich bei der Suffizienz. Und Reduktionsstrategien auf der Angebotsseite, da bin ich eben bei der Rückbaukonzeption des Produktionsapparats, der Gestalt, dass 3 verschiedene sich ergänzende Versorgungssysteme in eine neue Balance gebracht werden müssen. Die reine Selbstversorgung als Subsistenz, die Regionalökonomie und schließlich die Industrie selbst, die dann umzubauen ist. Wenn wir jetzt mal mit der Nachfrageseite beginnen, dann knüpfe ich eigentlich eben an dieses Büchlein an, das ich mit Manfred Volkers geschrieben habe, nämlich All You Need Is Less. Und der Befund, der hier maßgeblich für die Begründung einer Suffizienzstrategie ist, lautet, wir haben psychische Wachstumsgrenzen erreicht. Wir erleben, dass auch wenn wir die technische Entkopplung des Bruttoinlandsproduktes von ökologischen Schäden nicht nur nicht hingekriegt haben, sondern nur Verschlimmbesserungen erwirkt haben, dass wir umgekehrt eine ganz andere Entkopplung fabriziert haben, nämlich die zwischen individuellem Wohlbefinden auf der einen Seite und der Kaufkraft, der realen Kaufkraft und damit eben der Konsummenge. Was wir erkennen ist, dass wenn wir alle Befunde der Psychologie und auch der sogenannten Glücksforschung mal auswerten, dass natürlich ausgehend von einem Armutsniveau eine Steigerung des wirtschaftlichen Outputs bei hinreichend gerechter Verteilung das Lebensniveau hebt. Also um es prosaisch zu sagen, kein Konsum ist auch keine Lösung. Aber es gibt eben eine Sättigungsgrenze und die haben wir längst überschritten, sodass also an vielen Symptomen erkennbar wird, dass die psychische Stabilität, die Orientierungslosigkeit und viele andere Symptome uns zeigen, dass Menschen unter Reizüberflutung, unter Konsumstress leiden. Und hier bietet sich eben eine Entrümpelungs- oder Suffizienz- oder auch Entschleunigungsstrategie ein, dergestalt, dass Menschen ein besseres Leben führen, wenn sie nicht in einer Lawine der Selbstverwirklichung unterzugehen drohen, sondern ihr Leben freihalten von Zeiträubern. Weil jeder Konsumgegenstand, jede Konsumaktivität, jede Techniknutzung ist letzten Endes ein Raub an der wichtigsten und knappsten Ressource, mit der ein Mensch konfrontiert ist, und das ist Zeit. Suffizienz heißt also, die nicht vermehrbare, knappe Konsumzeit und Aufmerksamkeit eines Menschen zu begrenzen auf eine bestimmte Auswahl an Konsumhandlungen, um eben sich nicht zu überlasten. Nicht mehr, nicht weniger. Und das kann auch nicht auf alle Menschen zutreffen. Es trifft zum Beispiel nicht auf Langzeitarbeitslose oder Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger zu, aber wohl auf die 90% derjenigen, die nicht nur ökologisch, sondern auch psychisch längst über ihre Verhältnisse leben. Ich komme jetzt zum Schluss ganz kurz noch zur Angebotsseite. Wie müsste denn, wenn wir es zunächst einmal hinbekommen, auf der Nachfrageseite eine Resonanz oder Akzeptanz für reduzierte Konsummuster zu erzeugen, wie müsste dann die damit in Harmonie begriffene und ebenfalls zurückzubauende Produktions- oder Angebotsseite
einer Volkswirtschaft aussehen, die wirklich postwachstumstauglich ist. Was wir hier machen müssen, ist, dass wir, ich sagte es bereits, die drei bekannten Produktionssysteme, dass wir die in eine andere Kombination bringen. Wir müssen die globalisierte, technisierte und extremst kapitalträchtige Wirtschaft zurückbauen. Vermutlich um mehr als die Hälfte in den reichen Industrie- und Konsumgesellschaften. Damit meine ich natürlich Mitteleuropa, ich meine Nordamerika, Australien, Japan, Neuseeland. Aber auch China nähert sich schon einem Punkt, wo also die Pro-Kopf-Ökologie-Verbräuche nicht mehr tragfähig, nicht mehr vereinbar sind mit eben globaler Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen. Aber dieser Rückbau der technisierten, globalisierten, kapitalträchtigen Industriesphäre muss begleitet sein von einem Aufbau regionalökonomischer Versorgungssysteme bis hin zur Subsistenz. Die Regionalökonomie spielt da nicht nur im ökologischen Landbau und wo es einen Schäferkarren oder eine Streuobstwiese gibt, eine Rolle, sondern die Regionalökonomie, die mir vorschwebt, als jemand, der immerhin 8 Jahre einen Produktionslehrstuhl vertreten hat in Oldenburg, ist, dass wir eine hochkompetente, auch wissensintensive, kleinräumige Wirtschaft haben, die darauf beruht, Dinge zu pflegen und für die Gemeinschaftsnutzung verfügbar zu machen, statt Dinge zu produzieren. Wenn wir uns vorstellen, dass wir Netzwerke in den Regionen haben, bestehend aus sehr arbeitsintensiven, teilweise auch handwerklich basierten Betrieben, die zum Beispiel sich darauf spezialisieren, die Nutzungsdauer von Autos, Fahrrädern, Computern, Rasenmähern, Werkzeugen, vor allem Möbeln und Textilien zu verdoppeln, dann heißt das, dass die Notwendigkeit, moderne Konsumobjekte zu produzieren, halbiert wird. Und das heißt auch, dass Menschen weniger Geld brauchen, um versorgt zu sein. Zugleich kann diese Wirtschaft viel in Manufakturen, in Werkstätten produzieren, in Einzelfertigung, unter Beteiligung auch der Verbraucherinnen und Verbraucher selbst. Das nennt man dann oft auch Prosumentenwirtschaft, sodass auf diese Weise auch viele Arbeitsplätze gebraucht werden, weil einfach der Automatisierungsgrad, das heißt die Produktivität, eine ganz andere ist. Ja, es ist eine geringere Arbeitsproduktivität, die wir dort vorfinden, aber die dann den Charme hat, dass wir eben mehr Menschen benötigen. Aber auch Verleihsysteme, aber durchaus auch der ökologische Landbau sind Bereiche, in denen die regionale Wirtschaft viel mehr leisten kann. Wir werden in dieser Situation Vollbeschäftigung nur noch erreichen, wenn wir zu einer 20-Stunden-Woche kommen. Und wenn wir das tun, heißt das, dass Menschen 20 freigestellte Stunden haben und die würden einfließen in den dritten Produktions- bzw. Versorgungsbereich. Das heißt also, dass Menschen, außer dass sie Geld verdienen, aber, das muss ich ganz klar sagen, alles andere ist eine Illusion oder Scharlatanerie, natürlich ein geringes Realeinkommen verdienen, die Menschen werden zusätzlich dann Praktiken entwickeln, um ergänzend, wohlgemerkt ergänzend, eben Selbstversorgungsleistung zu erbringen. Komplett sich selbst zu versorgen, ist utopisch. Diese Selbstversorgungsleistungen erstrecken sich auf die eigene Produktion in Ressourcenzentren, in offenen Werkstätten, bei sich zu Hause, in Nachbarschaftsclubs, aber auch in Repair-Cafés und so weiter. In Gärten selbstverständlich, Gemeinschaftsgärten, aber auch die vor allem die Nutzungsintensivierung, etwa wenn 5 Menschen sich ein Auto, eine Waschmaschine oder ein Set von Werkzeugen teilen, das entlastet keineswegs nur die ökologischen Lebensgrundlagen, das entlastet die Menschen davon, 40 Stunden arbeiten zu müssen, um einen viel zu hohen Lebensstandard, der ökologisch sowieso nicht verantwortbar ist, finanzieren zu müssen. Diese Entlastung in der Finanzierung ist mir mindestens so wichtig wie die Entlastung der ökologischen Lebensgrundlagen. Sonst bin ich nicht in der Lage, eine Wirtschaft ohne Wachstum halbwegs widerspruchslos darzustellen. Jetzt habe ich noch ganz kurz, also noch 2 Folien, was die Umsetzung anbelangt. Zunächst einmal, wir sind es als überzeugte Demokraten und moderne Menschen gewohnt, daran zu glauben, dass die Vernunftbegabung des Homo sapiens ausreicht, um über kollektive Willens- und Entscheidungsbildungsprozesse schon irgendwie endlich mal eine Politik in Amt und Würden zu hieven, die dann irgendwie die Welt rettet. Das hat leider bis heute nicht geklappt. Das Gegenteil ist der Fall. Noch niemals
waren die demokratisch gewählten Regierungen so weit davon entfernt, dass zum ökologischen Überleben Notwendige zu tun. Das müssen wir uns klar machen. Wenn wir die Kluft zwischen dem, was getan werden müsste, und dem, was getan wird, anschauen, ist die größer geworden. Daran ändern auch die Förderprogramme für regenerative Energie und Tesla nichts, weil gleichzeitig eben auch die ökologische Bedrohung immer größer wurde. Gleichwohl halten wir an einer Strategie der vertikalen Klimaschutzkommunikation oder überhaupt Nachhaltigkeitskommunikation fest. Wir delegieren jedes Nachhaltigkeitsdefizit von der Lösungsseite her gedacht immer an die Regierung. Die sollen dann über Anreizsysteme oder institutionelle Innovationen irgendwie die Wissenschaft, die Wirtschaft, die Versorger dazu bringen, jetzt Nachhaltigkeitsinnovationen zu erschaffen. Auf diese Weise hoffen wir, dass eine Vereinbarkeit unseres Lebensstils mit der Einhaltung ökologischer Grenzen erwirkt wird. Das ist ausgeschlossen. Das funktioniert nicht mehr. Wir müssten in Wahrheit ja unseren eigenen Lebensstil abwählen, weil diese Technik nicht funktioniert. Und davor scheut eine Regierung natürlich zurück. Das heißt, wir werden vermutlich nur über eine horizontale Kommunikationsrichtung noch Veränderungen herbeiführen. Wenn wir es nicht schaffen, hinreichend viele Reallabore, Netzwerke, soziale Inseln der Verweigerung aufzubauen, bestückt mit Pionieren einfach, die postwachstumstaugliche Lebensstile als Blueprint, als imitierbare Kopiervorlage in die Welt zu bringen, gibt es keine Chance, eine Gesellschaft zu verändern. Das bedeutet, der Mensch, der Homo sapiens, das ist hier die Grundannahme, ist ein soziales Wesen. Und ein soziales Wesen richtet sein Handeln nicht einfach nur an Anreizsystemen oder Institutionen aus. An Anreizsystemen sowieso nicht, wenn man so viel Geld hat, dass man auch sich dann noch die Flugreise leistet, wenn eine CO2-Steuer von 100 Euro eingeführt würde. Ja? Man hat dann einfach nur das reine Gewissen, sagen zu können, man habe ja nun den wahren ökologischen Preis gezahlt und damit ist die Rechnung beglichen. Verstehen Sie? Okay, aber wenn es um Reduktion geht, orientieren sich die Menschen an ihren sozialen Umgebungen. Das heißt also, dass Menschen genau dann bereit sind, eine postwachstumstaugliche, ganz klar auf Anspruchsreduktion beruhende Lebensform zu akzeptieren, wenn sie genug Vorbilder haben. Wenn sie in den für sie relevanten sozialen Umgebungen erkennen, dass die neue Form des Lebens also gewürdigt wird, dass man ihr eine positive Sinnzuweisung entgegenbringt, dass Menschen nicht alleine sind mit diesen Praktiken, sondern in Netzwerken oder in Nachbarschaften, in Freundes- oder Kollegenkreisen tatsächlich gemeinschaftlich einüben, wie das Leben in einer Postwachstumsökonomie fröhlich, freiheitlich und demokratisch umzusetzen ist. Und diese Prozesse nennt man Prozesse der sozialen Diffusion. Das heißt, es diffundieren praktisch neue Praktiken in die Zivilgesellschaft. Und erst auf diesem Nährboden könnte es eine demokratisch gewählte Politik je wagen, eine Rahmenbedingung oder ein Set aus Rahmenbedingungen zu etablieren, die tatsächlich Selbstbegrenzung, Reduktion oder einfach die Veränderung von Steigungsdynamiken eben herbeiführen. So, das nur als ganz, ganz kurzer und sehr grober Einblick und in die Postwachstumsökonomik. Das war jetzt selektiv und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber Sie wollen ja auch noch zu Wort kommen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Nico Pech, für diesen sehr intensiven, kurzen Vortrag. Ja, wir haben einige Wortmeldungen. Simon, vielleicht rufst du die mal auf. Genau. Also erstes Stefan Schwarz, vielleicht nochmal ganz kurz. Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin kann dann selber seine Stummschaltung aufheben und danach bitte wieder einstellen. Stefan Schwarz. Ja. Ja, hört man mich? Hallo Stefan, ja. Hallo Nico. Hallo. Bin ich gut zu verstehen? Ja. Ja, sehr gut. Wir kennen uns. Okay, wir kennen uns ja schon. Also ich bevorzuge das du, aber ja, ob es nötig ist oder nicht. Also danke erstmal für den Vortrag. Ja, bottom-up, Postwachstumsökonomie finde ich super. Ich möchte halt jetzt groß denken, ja. Also groß denken, das heißt die Regierung in Amt und Würden so heben, wie du gesagt hast. Ich denke, das bräuchten wir jetzt. Also gerade vor dem Hintergrund der Corona-Situation.
Und ich habe da zum Beispiel jetzt also drei Quellen, woraus ich jetzt versuche, jetzt dieses also politische Denken jetzt hier reinzubringen. Ich habe ja politische Ökonomie studiert und die Frage ist jetzt einfach, wie Richard David Precht, der war bei Maischberger letzte Woche und der meinte irgendwie auch, er sieht jetzt in der Grünen Partei, also Grüne Fraktion, wie sie jetzt aufgestellt ist, kannst du quasi abschreiben, ja, war die Meinung von Precht. Weil die sind jetzt gerade zufrieden mit dem Zuspruch, was sie bekommen im Moment. Die sind froh, wenn sie eben, dass sie das jetzt halten und das kritische Potenzial da eben abgreifen. Aber es wird sich nicht quasi viel tun. Jetzt habe ich von Maya Göbel heute Bürgerrecht Podcast. Ein kurzer, ganz kurzer Transformationswissenschaftler. Im Sinne aller anderen wäre es schön, wenn man zeitnah sonst so eine Frage findet und es nicht unbedingt in Wortmeldungen ausartet. Vielen Dank. Ja, ich versuche die Frage hinzuleiten, ganz kurz. Das Financial Commitment war von der Maya Göbel, was sie eingebracht hat, brauchen wir nicht jetzt politische Zusagen, die jetzt durch die Regierung auch hier versucht werden müssen, durchzusetzen von den großen Konzernen jetzt in Deutschland. Ja, die müssen jetzt alle gestützt werden mit Geld, Steuergeld und braucht man nicht Financial Commitments von diesen Großkonzernen, vor allem von der Industrie, damit angebotsseitig hier wirklich das zur angebotsseitige Reduktion da auch umgesetzt werden kann, ja, sodass die Gelder kassieren, aber mit handfesten Zusagen für irgendwelche CO2 und sonst was für Reduktionen. Danke. Ja, also die Einschätzung, was die Partei der Grünen anbelangt, die teile ich voll und ganz, auch wenn ich sonst nicht immer mit Richard David Precht einer Meinung bin. Und ja, dass man die Konzerne an die Kette legt, das hat schon Karl Marx gut gefunden. Alle finden das gut. Das ist so, wie wenn ein Hund den Mond anbellt. Das können wir einfach vergessen. Keine Regierung wird die Konzerne an die Leine legen, weil wir abhängig sind von den Konzernen. Weil die Konzerne in ihrer Massenproduktion die Stückkosten so senken konnten, dass das die Basis unseres Wohlstandes ist. Wenn eine Gesellschaft nicht bereit ist, mit weniger Wohlstand auszukommen, dann können wir nicht die Konzerne in irgendeiner Form begrenzen. Das ist so ähnlich, wie wenn Heroinabhängige den Aufstand proben gegen die Dealer. Das halten die nicht durch. Spätestens, wenn die ersten Entzugserscheinungen kommen. Wenn aber die Heroinabhängigen erst eine Entzugskur durchlaufen, dann können sie die Dealer der Polizei ausliefern, können von heute auf morgen ein anderes System natürlich aufbauen. Also die Wahrheit ist, nichts wäre wünschenswerter als eine demokratische Politik, die wirklich die Konzernmacht sprengt. Aber Demokratie heißt, man muss dann die Konsequenzen für die Zivilgesellschaft zu Ende denken. Spätestens, wenn die Konzerne sagen, um die Arbeitsplätze, ja, und das Problem, dass man auch Menschen mit geringem Einkommen natürlich alle Früchte der Konsumgesellschaft zugänglich machen will, spätestens dann sackt die Politik zusammen. Tut mir leid. Die Konzerne können nur wir austrocknen. Wir werden langfristig zu der Erkenntnis gelangen, nur soziale Bewegungen, die auch zum Boykott von Amazon, von Facebook, ja, von was weiß ich, von vielen anderen Konzernen, vor allem VW und Mercedes aufrufen, die endlich ein Leben formieren, das gar nicht des Outputs dieser Konzerne bedarf. Das alleine schafft Wandel. Alles andere haben wir lange genug ausprobiert und lässt sich auch nicht in Ansätzen irgendwo als erfolgreich darstellen. Es gibt auch keine Beispiele dafür, außer in nicht-demokratischen Gesellschaften. Das ist richtig. Aber ich bin überzeugter Demokrat. Ich möchte keine Ökodiktatur. Und vor allem, die kriegen wir auch nicht, ja. Nächste Frage, Klaus Kawert. Ja, es war die Rede vom Geld schon. Und zwar wurden zwei Faktoren angesprochen, der Zinseszins und die Geldschöpfung der Geschäftsbanken. Ich glaube schon, es ist halt so, das Problem ist, die Leute sind halt alle auf Geld noch angewiesen, ja, eine gewisse Menge an Geld zu haben, auch die Beschäftigten von VW, Mercedes und so weiter und so fort, ja, denen muss man ja irgendwas anbieten. Und das Problem, glaube ich, ist, dass halt unser heutiges Geld, so wie es konstruiert ist, eben nur als
als Schuld in die Welt kommt. Ja? Das heißt, es geht nur dahin, wo sie die Profite ermöglicht, und dann verschwindet es wieder. Und dann wird es wieder neu gemacht und muss wieder Profite erwirtschaften. Und wenn man dieses wegkriegen würde, dieses zirkuläre Geld, das immer wieder verschwindet und nur nach Profit ausgegeben würde, ich glaube, dann könnte man auch für die Übergangszeit, natürlich ist auch Bewusstseinswandel notwendig, aber ich glaube, das sind zwei so Faktoren, die sich ineinander praktisch so verweben, wenn die Leute die Möglichkeit hätten, eben wirtschaftlich zu überleben, dann glaube ich, das Bewusstsein ist vielleicht sogar schon weiter, wie wir uns das denken. Was meinst du dazu? Naja, also es gibt verschiedene Veränderungen unseres Umgangs mit Geld, die nicht davon abhängig sind, dass es erst eine erdrutschartige Veränderung auf dem Wählerstimmenmarkt gibt. Zum Beispiel Regionalwährung. Ich bin ein großer Freund von Regionalwährungen, die einen Negativzins haben. Die können wir auch aus der Zivilgesellschaft heraus aufbauen, um damit eben auch eine gute Basis für eine Regionalökonomie zu haben. Zweitens, die Neugründung von Banken, die anders funktionieren. Leider wird eine einzelne Bank natürlich nicht den Vollgeldansatz anwenden können. Das ist leider richtig. Aber wenn ich mir die GLS-Bank anschaue, oder damals die Ökobank, für die ich übrigens 8 Jahre lang Genossenschaftsvertreter war, dann stelle ich schon fest, es ist hochinteressant, dass man hier Menschen regelrecht bindet und einbindet, die bereit sind, einfach mit Geld anders umzugehen, im sogenannten Förderbereich sogar eventuell komplett auf Zinsen und Renditen zu verzichten. Und das dritte und wichtigste ist die Entmonetarisierung. Als ich gerade von den 3 auf der Angebotsseite befindlichen Versorgungsaggregaten sprach, wird Ihnen ja nicht entgangen sein, dass mindestens 2 davon sich tatsächlich schon jetzt auf Basis eines ganz anderen Geldsystems darstellen lassen, ohne dass Frau Merkel da mitwirkt oder Frau von der Leyen. Die Regionalökonomie, ich wiederhole das nochmal, auf Basis von Regiowährungen aufzubauen, können wir schaffen, wenn wir uns zusammentun und wirklich die zivilgesellschaftlichen Netzwerke dafür gründen. Und der dritte Bereich, die Subsistenz, beruht darauf, gänzlich ohne Geld auszukommen. Da fließt kein Geld. Wenn ich also mit 5 Nachbarn ein Auto teile, werden wir kein Geld brauchen oder eine Waschmaschine teilen. Oder wenn wir tatsächlich durch eine ganz andere Erziehung und Bildung also wieder dazu übergehen, handwerklich aktiv zu werden, also auch die Nutzungsdauer der uns umgebenden Dinge zu verlängern, dann heißt das doch, weniger Geld zu brauchen. Wenn ich meine Jeans so behandle, auch repariere, dass die Nutzungsdauer verdoppelt wird, wie viel weniger Geld pro Lebenszeit eines Menschen wird dann benötigt, um mit Jeans versorgt zu sein? Das heißt also, es gibt eine Schnittstelle zwischen anderen Versorgungsformen, also denen, die ich für postwachstumstauglich halte, und der Reduktion des Geldbedarfs. Das heißt, einfach Dinge nur anders zu machen im Finanzsektor ist auch wichtig, aber man kann auch den Finanzsektor nach Möglichkeit auch austrocknen. Das heißt, wir müssen Menschen daran orientieren, dass sie möglichst auch unabhängiger werden von monetärem Einkommen. Gleichwohl würde ich mich politisch, die wissen, dass ich in der Schweiz sogar im Beirat bin, der Initiative, die das Vollgeld einführen will. Und sie wissen, dass ich bei aller Kritik an Christian Felber die Neugründung seiner Bank in Wien, leider hat das nicht so geklappt, total toll finde. Ich bin ein großer Genossenschaftsfan. Das war natürlich das Erste, was mir positiv auffiel. Und ich bin auch selbstverständlich immer dafür, dass wir also auch auf der politischen Ebene eben Druck ausüben, ist völlig klar. Aber verlassen kann ich mich darauf nicht mehr. Ja? Deshalb sollten wir über die Institutionen nachdenken, die wir selber gestalten können. Unternehmen zu gründen, die von vornherein in der Präambel und in der Beschreibung ihrer Intention oder ihres Daseinszwecks ganz einfach klarlegen, wir wollen gar keine Gewinne erwirtschaften. Wir wollen die Kosten decken. Wir brauchen Rücklagen, Rückstellungen und ansonsten organisieren wir uns genossenschaftlich und werden einfach den Sinn dieses Unternehmens darin sehen, die Bedürfnisse der Genossenschaftsmitglieder oder unserer Kundinnen und Kunden so gut es geht und so ökologisch es geht zu befriedigen. Das alleine ist der Grund unserer Existenz. Und wir können diese Nebenökonomie aufbauen. Schauen Sie sich mal an, wie viele neue Genossenschaften während der letzten 10, 15 Jahre entstanden sind. Zugegebenermaßen auch als Nebenwirkung
der Energiewende, die ich ja gerade kritisiert habe. Das gebe ich schon zu. Aber es ist so leicht. Ich habe selber einige gegründet. Ich bin in so vielen Genossenschaften Mitglied. Und wir sollten nicht immer nur darüber nachdenken, wie wir das Vorhandene bändigen können, sondern wie wir dem Vorhandenen den Rücken kehren können, um alternative Institutionen, Versorgungsformen und Daseinsmuster aufzubauen. Okay, danke. Der nächste war Hans-Florian Heuer. Frage zur Zeit. Ja, ich wollte eigentlich was zur Zeit, Konsumzeit und Beziehungszeit und Selbstzeit sagen, im Sinne von Michael Ende. Aber ich sage mal lieber was, was mir auch am Herzen liegt und würde mich fragen, ob Sie dem auch zustimmen können, dass das ein Problem mit dem Geld, neben Zinseszins oder Geldschöpfung, ist ja auch, dass wir glauben, Selbstversorger in Geld zu sein, obwohl wir eigentlich fremdversorgte Fremdversorger sind. Kein Zahnarzt bohrt nur sich, kein Bäcker isst alle die Brötchen, die er bäckt. Also, und dass wir in dieser arbeitsteiligen Konfiguration der Gesellschaft leben, was ja eigentlich ein Garant für unseren Wohlstand ist, das wird verdeckt dadurch, dass wir uns als egoistische Selbstversorger in Geld sehen. Das ist ein interessantes Argument. Das ist eine super Ergänzung, für die ich mich bedanke. Das Geld ist die Basis für Arbeitsteilung im weitesten und vielleicht sogar verrücktesten Sinne. Und das führt zu immer größeren Distanzen zwischen Verbrauch und Produktion. Und das ist das Gegenteil von Autonomie oder Resilienz. Sie haben das sehr schön gesagt. Also da möchte ich Ihnen durchaus zustimmen. Okay, Dag Schulze. Genau, Dag Schulze als nächstes. Ja, danke. Ja, also Nico, vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte eigentlich nur noch mal fragen, ob es nicht nochmal strategisch immer ein bisschen besser wäre, nochmal diese so mehr positive Seiten rauszustellen, weil ja ganz häufig immer dieser materielle Verzicht so im Mittelpunkt steht. Und ich finde, man würde noch besser vorankommen, wenn man möglicherweise positive Aspekte wie mehr Selbstbestimmung durch Regionalität und Lokalität, soziale Fortschritte und Weiterentwicklung, Gemeinschaftlichkeit statt Vereinzelung, also wenn man die Dinge stärker herausstellt, weil ich habe echt den Eindruck, dass das häufig, ja, also dass nicht klar ist, dass eine Entscheidung für etwas immer eine Entscheidung gegen etwas ist. Also jeder Verzicht ja auch gleichzeitig ein Gewinn ist. Und das kommt mir häufig in dieser Diskussion zu kurz. Ja, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Und eine andere Bemerkung, schreib es gleich in den Chat. Wir wollen ja hier lokal und insofern ist es voll in dem Sinne, den du sagst, hier im Taunus, die Wirtschaft starten und da eben ein arbeitsteiliges System, was ohne Geld funktioniert. Und ich stelle gleich nochmal einen Link rein. Wen es interessiert, kann sich das dann angucken. Danke. Ja, also zunächst einmal, wir sind seit gefühlt 40 Jahren in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte geradezu bevölkert von Menschen, die das Blaue oder Grüne vom Himmel versprechen, als Resultat dafür, dass wir eine nachhaltige Entwicklung anstimmen. Und damit stellen wir eine nachhaltige Entwicklung unter den Vorbehalt, dass das Positive gemessen an unseren Präferenzen oder an unseren kulturell geformten Orientierungen für das gute Leben, dass das Positive das Negative überwiegt. Es ist Zeit, damit aufzuhören. Es ist Zeit, endlich mal den Spruch von Ingeborg Bachmann ernst zu nehmen. Die Wahrheit ist dem Menschen zuzumuten. Und wenn du von Verzicht sprichst, Doug, dann muss ich dem zweierlei entgegenhalten. Wie kann ein Mensch auf etwas verzichten, was ihm nie zugestanden haben kann, in einer Welt, wo unser Wohlstand das Resultat plünderungsfreier eigener Arbeit ist? Das muss thematisiert werden. Wir führen eine Debatte, die gelinde gesagt, einfach verlogen ist, auch in den Wissenschaften. Meine Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft erzählen den Menschen Dinge wie, ja, die Effizienz und die Märkte haben den Wohlstand erschaffen. Nein, den Wohlstand haben Maschinen erschaffen, die im Sinne der Thermodynamik nichts anderes tun, als Ökologie zu zerstören und dann eben mehr Output verfügbar zu machen. Es ist eine Beute, die wir zurückgeben würden, wenn wir suffizienter lebten. Aber es ist auch deshalb kein Verzicht und deswegen kommt mir das Wort in diesem Zusammenhang, nämlich dass ich Verzicht fordere, auch nie über die Lippen. Da wirst du auch keine Quelle finden von mir, wo das drinsteht. Reduktion ist dann nicht Verzicht, wenn Reduktion sich darstellen lässt als Abwurf jenes Ballasts, der unsere Leben und unsere Gesellschaft verstopft.
Das war doch gerade die Logik der Suffizienz. Ich habe das jetzt nicht so blumig dargestellt, weil ich hier in einem Expertenkreis bin und nicht in der Volkshochschule. Du behältst recht, wenn du sagst, man sollte versuchen, jene Möglichkeiten des Rückbaus, der Reduktion, der Entsagung, die tatsächlich auch darstellbar sind als Gewinn einer Lebensverbesserung, die sollte man immer darstellen. Aber ich werde dir eins sagen, es gibt Reduktionsleistungen, die wir erbringen müssen, wenn wir überleben wollen, die nicht nur Spaß machen und für die es keinen Ersatz gibt. Versuch mal einem Vielflieger zu erklären, dass er besser lebt, wenn er nie wieder ein Flugzeug besteigt. Und das müssen wir ihm sagen. Versuch mal einem Autofahrer zu erklären, der seit Jahrzehnten sein Auto liebt, der seine Identität darauf aufbaut, dass jetzt Ende im Gelände ist mit Autofahren. Versuch mal Leute, die pro Jahr 60 bis 80 Kilo Fleisch verputzen, denen klarzulegen, dass 20 Kilo auch reichen. Da kannst du argumentieren, so viel du willst. Es ist nicht nur eine Frage der Einsicht, sondern eine Frage des Fühlens und der Übung. Menschen können nur, was sie eingeübt haben, was sie kleinschrittig verändern. Und Einsichten alleine oder das Versprechen, dass es einem besser geht, reicht nicht. Man muss es spüren, man muss es bebildert vorfinden. Deswegen habe ich gerade auch von Vorbildern gesprochen. Kurz und gut, auf halber Strecke bin ich deiner Meinung, aber ich kann das Überleben der menschlichen Zivilisation nicht unter einen Wohlfühlvorbehalt stellen, sondern muss als Wissenschaftler, ich habe ja den Luxus, nicht gewählt zu werden und auch kein Produkt zu verkaufen und auch nicht in der Kirche zu sein, also Angst davor zu haben, dass mir die Schäflein wegrennen. Als Wissenschaftler muss ich den Mut haben, auch mal diese Wahrheit auszusprechen. Ja, es gibt Reduktionsleistungen, denen steht nichts Positives entgegen, außer die Gewissheit, dass wir endlich Verantwortung wahrnehmen, ja. Als nächstes Frage von Steffen zum Thema Negativzins. Du müsstest dich, glaube ich, noch selber, müsstest deine Stummschaltung noch aufheben. Hui, hallo. Ja, ich habe ja meine Frage eigentlich schon im Chat geschrieben, aber ich lese sie auch gerne nochmal vor. Und zwar, der Negativzins führt ja nicht im Prinzip zu mehr Konsum. Also das würde ja dem Suffizienzgedanken so ein bisschen entgegenwirken. Es sei denn, der Mehrkonsum, der vielleicht auftreten würde, wäre nicht materialistischer Natur. Nico, wie siehst du das? Also ja, das ist ja so ein altes Argument. Das ist erstmals in so einem Essay des BUND mal aufgetaucht, dass das ja Quatsch wäre, wenn man Negativzins einführt, weil die Leute dann schnell das Geld ausgeben. Das ist ja Quatsch, wenn man die Regionalwährung als komplementäre Währung sich vorstellt. Das läuft dann in der Praxis so, dass ich in meinem Portemonnaie möglicherweise zwei Währungen habe. Ich habe in meinem Vortrag nicht von der Abschaffung des Euro gesprochen oder der Abschaffung der D-Mark, wenn wir die vielleicht wieder hätten oder so, sondern ich habe von Regionalwährung gesprochen. Und wenn ich jetzt eben in meiner Region lebe, ich habe das oft mit Christian Gellery mal so in der Praxis, wenn wir in Wirtshäuser waren, ausprobiert, dann versuche ich einfach schlicht und ergreifend erst die Regios auszugeben, wo immer es geht, und bin dann auch bemüßigt, die Geschäfte oder die Anbieter und Versorger zu finden, die tatsächlich Regios annehmen. Ich konsumiere deswegen nicht mehr, sondern ich lenke nur meinen Konsum dann entsprechend um und kann damit das zweite dieser drei Angebotsaggregate entsprechend gut stärken. Das ist der Punkt dabei, ja. Und sonst wäre das ohnehin nur ein Einmaleffekt, wenn man jetzt so wie Helmut Kreuz das sich vorgestellt hat. Und die Idee war ja durchaus auch ernst zu nehmen, das muss man sagen. Also praktisch wirklich eine einheitliche Währung, also keine Regionalwährung, also ein Euro mit Negativzins. Dann könnte es wirklich passieren, dass eine Flucht in die Sachwerte Platz greift. Ja? Das ist leider möglich. Andererseits haben ja auch Theoretiker, wie beispielsweise, ich glaube, Dieter Suhr und andere, lebt leider auch schon lange nicht mehr, haben ja die Idee auch gehabt, dass wenn wir ein Geld mit Negativzins hätten und die Banken quasi in Harmonie damit den Menschen anbieten, dass das Ersparte eben nicht mit einem Negativzins versehen ist, dann gibt es auch einen Anreiz zu sparen, um dem Negativzins, also der systematischen Entwertung zu entgehen, um auch Kapitalbildung zu haben. Die meisten Theoretiker dieser speziellen Art von Geldreform, die ja auf Silvio Gesell zurückgeht, haben ja nicht im Visier gehabt, dass nicht mehr konsumiert wird oder dass die Wirtschaft überhaupt zurückgebaut werden soll oder dass es keine Banken gibt. Also diese Möglichkeit gibt es dann eben als zweites auch noch. Aber für mich gilt, ich kann vorerst die Abschaffung des Euros nicht fordern,
weil das einen Zusammenbruch ergebe, der wirklich sozialpolitisch kaum zu steuern wäre. Deswegen ist mir der flächendeckende Aufbau von Regionalwährung wichtig, um damit eine Drainage zu legen, vorsichtig. Und ich möchte auch nicht isolierte Regionen erleben oder Staaten, die wieder zurückfallen in eine totale Abschottung. Das heißt, die Aufrechterhaltung eines Währungssystems, das dazu verhilft, auch noch weiterhin, aber in geringeren Dosen, internationalen Handel zu betreiben, heißt eben auch, dass wir dann dieses Problem nicht haben. Ich habe das Beispiel gerade des Chiemgauers ja genannt. Ne? Gut, das nächste ist Erwin Kiefer. Ja, servus, guten Abend. Werde ich gehört? Ja. Ja, wunderbar. Okay, erstmal bedanke ich mich bei Nico für den tollen Vortrag. Und ich lebe im Chiemgau, also in der Nähe von dem Beispiel, was Nico gerade gebracht hat. Christian Gellery kenne ich sehr gut, persönlich auch. Befasse mich auch intensiv mit der Philosophie des Chiemgauers schon ziemlich lange. Und daraus entwickeln sich jetzt bei uns hier ganz konkrete Projekte, also nicht für den Chiemgauer, sondern noch ein Stück weiter. Also völlig weg von Euro und so und solchen Dingen, wo wir die Probleme ja alle kennen, sondern ich habe es geschrieben im Chat, wir favorisieren das Modell der Leistungsverrechnung in geschlossenen Nutzerkreisen. Das heißt, in jedem Verein oder einem Forum oder einem Gemeinschaftsgarten oder einer solidarischen Landwirtschaft oder da gibt es tausende von Beispielen, bringen Menschen ihre Leistung ein und erwarten da irgendeine Gegenleistung. So, wenn man einfach dieses Spiel von Input und Output von Leistungen buchhalterisch erfasst, und genau das machen wir, dafür gibt es ein Modell, nämlich die Rewig-Chiemgau und Rewig-Chiemsee mittlerweile, wo genau diese Buchhaltung in der Lage ist, so eine Art neues Geldsystem darzustellen für die Menschen. Und das basiert eben auf konkreten Beispielen. Wenn man das mal nimmt, einen Gemeinschaftsgarten, wo Menschen arbeiten, einen Beitrag bezahlen und so weiter, dann erwarten sie auch, dass da was geerntet werden kann. So, und wenn man das über ein ganz cleveres Gutscheinsystem macht und da muss nichts neu erfunden werden, das ist alles da, dann wäre das eine echte Alternative, die weder mit Zins oder schon gar nicht Zinseszins, auch nicht mit dem Euro, ist völlig euro-unabhängig, ja, und das funktioniert. Und das begeistert die Menschen, weil sie sehen vor Ort regional in ganz kleinen, putzigen, aber nachvollziehbaren Projekten, dass Wirtschaft auch ganz anders und zwar auch ganz ohne Geld funktionieren kann. Und wenn man das etwas größer denkt, und da sind wir jetzt mitten dabei, ja, das heißt, geschlossene Nutzerkreise mit anderen geschlossenen Nutzerkreisen zu verbinden. Und auch das funktioniert, ist buchhalterisch und wirtschaftlich ganz einfach, auch BaFin genehmigt, so ganz nebenbei. Dann fangen Menschen an, sich wirklich dafür zu interessieren. Das hat natürlich nichts mit irgendwelchen volkswirtschaftlichen Philosophien und Strategien zu tun, aber Menschen jeder Art, jeder Couleur, jedes Intelligenzquotienten können nachvollziehen, was sich da tut und können eine Begeisterung entwickeln. Und genau das machen wir. Ja, das klingt so nach leistungsgedeckten Komplementärwährungen. Der Chiemgauer ist ja eurogedeckt und es gibt ja diese beiden Modelle. Und was Sie da gerade ansprechen, das ist wirklich spannend und ich kann das nur empfehlen. Das ist resilientes Wirtschaften, urbane Subsistenz, was nicht ausschließt, dass dieselben Menschen, die von solchen Systemen profitieren, eben immer noch 20 oder 30 oder 15 Stunden auch arbeiten vorerst. Aber vor allem haben diese Systeme den Vorteil, dass wenn dann wieder Krisen ausbrechen, und für die Krisen gilt wie für den Fußball eigentlich, nach der Krise ist vor der Krise. Die Corona-Krise ist nicht die letzte schwere Wachstumskrise, die wir erlauben. Dabei haben alle, die vor Krisen gewarnt haben, zu denen auch ich zähle, so ein Virus gar nicht auf dem Plan gehabt und die nächsten Viren werden vielleicht auch kommen. Also das sind vor allem tolle Modelle, die Menschen auch Mut machen und ihnen die Angst vor dem Wandel nehmen. Weil genau so schön, wie Sie das gerade beschrieben haben, ist das eine Möglichkeit, etwas zu sichern. Weil wenn dann die Wirtschaft zusammenbrechen sollte oder irgendein Lockdown oder dergleichen Platz greift, bleibt immer noch das. Also ich muss sagen, ich finde sowas großartig. Das jetzt in groß zu denken,
Das wirft die Frage auf, was besser ist, solche Systeme größer werden zu lassen oder sie zu vervielfältigen. Ich spreche von horizontaler Vervielfältigung. Das heißt, also diesen Kreis der Nutzer durchaus nicht zu groß werden zu lassen, und aber das als Kopiervorlage eben auch anderswo anzuwenden. Das stelle ich mir als tolle Strategie der Transformation vor. In dem Bereich forsche ich auch. Ich leite im Moment ein Forschungsprojekt, wo es genau um solche Projekte geht, im Landwirtschaftsbereich, wo die solidarische Landwirtschaft auch eine große Rolle spielt, nämlich für Menschen, die jetzt nicht die Energie haben oder die Geschicklichkeit, in einem Garten zu arbeiten, die aber trotzdem nicht weiter in den Supermarkt gehen wollen und die trotzdem versuchen wollen, eine direkte Beziehung zu einem Erzeuger zu haben. Ob man das mit Geld abwickelt oder nicht und wenn mit Geld, mit welchem Geld, das kann man dann im Prinzip auf unterschiedliche Weise gestalten. Also jedenfalls vielen Dank für diesen Hinweis, den Sie mir da gegeben haben. Ja, wie wäre es denn ganz einfach, wenn man dual fährt, wenn man gar nicht irgendetwas mies macht oder kritisiert, sondern einfach sagt, das ist ja alles okay, was wir haben, aber schaut mal, es gibt Alternativen. Guckt sie euch an. Taucht ein in ein Projekt, in ein regionales Projekt, schaut euch an, wie die Leute das machen, wie sie froh und glücklich sind, wie das wunderbar funktioniert, wie man sogar jetzt in landwirtschaftlichen Projekten was Leckeres, Biologisches, Natürliches zu essen kriegt. Ja? Das ist ja der Hammer. Bei allen anderen Dingen des Lebens kann jeder sagen, das mag ich nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht, das ist nicht meine Philosophie oder sonst was. Aber bei Essen kann niemand sagen, das mag ich nicht oder das tue ich nicht. Das muss jeder. Und immer mehr Menschen wollen einfach wissen, was sie auf dem Teller haben. Und dafür gibt es, das ist gerade eine Inflation im Moment. Das ist genau, an dieser Stelle vielleicht ganz kurz, auch im Hinblick auf die Zeit, damit jeder noch zum Essen kommt, wenn wir schon bei dem wunderbaren Thema sind heute, der noch möchte oder muss, würde ich es an der Stelle jetzt leider abkürzen, weil wir leider einfach nicht jedem so viel Zeit einräumen können, auch wenn es interessant und spannend ist, sondern ein schönes Beispiel. Wir haben jetzt noch ganz, ganz viele Wortmeldungen. Wir sind jetzt bei 8 Uhr. Ich würde gerne noch den einen oder anderen zum Wort kommen lassen mit seiner Frage, würde aber um kurze Fragen und wenn möglich dann vielleicht auch um kürzere Antworten bitten. Ich verstehe. Das soll nicht die bisherigen Antworten spielen, auf jeden Fall. In diesem Sinne, Georg. Georg? Ansonsten würde ich Georgs Frage hin anstellen, falls es später noch klappt, und zu Conny übergehen. Wie gesagt, selbstständig freischalten und dann. Freischalten ist unten links, ansonsten kommen wir heute doch noch schneller durch als gedacht. Georg, jetzt. Ja, genau. Ich bin der Georg aus München. Ich danke für die anrührenden und hat mich sehr bewegt, Herr Pech. Ich befasse mich momentan sehr mit dem chinesischen Wirtschaftssystem. Da würde mich interessieren, können Sie da dazu was sagen? Haben Sie da irgendwie speziell noch was dazu sagen? Vor allem habe ich gehört, dass in China sehr viele Menschen ihren Fußabdruck kennen, was ja bei uns nicht der Fall ist. Können Sie da noch was dazu sagen? Naja, also China läuft wahrscheinlich auf einen Kollaps zu, weil einfach schon jetzt klar ist, dass dieses massive Wachstum, das die Chinesen erzeugen, sogar die eigenen Ressourcen überfordert. Deswegen sind die Chinesen nun dabei, Afrika für sich zu entdecken. Und das wird nicht gut gehen, weil natürlich auch die Europäer und Amerikaner jetzt unter der Hand versuchen, dort über Landgrabbing und über Zugriffe auf Mineralvorkommen ihre Pfründe zu sichern. China ist für mich auch kein gutes Beispiel, weil der Erfolg Chinas beruht darauf, keine Demokratie einzuführen, wohl aber eine Marktwirtschaft zu haben. Und auf diese Weise wird etwas verbunden, was man bislang für nicht kombinierbar hielt. Weil man die Idee, dass wenn man also wirklich die freie Marktwirtschaft als Institution einführt, dann wird auf dem Fuße folgend auch die Politik irgendwann gar nicht anders können, als sich stärker zu demokratisieren. Aber die chinesische Kultur ist eine, in der Freiheit eine andere Bedeutung hat als im Westen. Wenn Sie Menschen aus China fragen, was sie unter Freiheit verstehen,
dann kriegen sie meistens als Antwort, das heißt, dass ich unbegrenzt reich werden darf. Das ist für Chinesinnen und Chinesen Freiheit. Deswegen halten die das Regime aus und werden dafür belohnt, dass sie eben unglaubliche Zuwächse des Wohlstandes verzeichnen. Und da ich Demokrat bin und in einer demokratischen Gesellschaft weiter leben möchte, kann ich von den Chinesen einfach nichts lernen. Viele sagen das auch aus dem Club of Rome. Ja, es zeigt sich, dass die Chinesen uns überlegen sind. Wenn die erkennen, dass sie ein ökologisches Problem haben, dann machen die kurzen Prozess. Dann wird innerhalb einer Woche wird ein Regulativ eingeführt und dann wird alles einfach umgeschaltet. Das geht nicht in einer Demokratie. Nicht? Es gibt in Peking das Institut für ökologische Zivilisation. Ökologische Zivilisation heißt, ist der chinesische Begriff für Nachhaltigkeit. Total interessant. Aber Rechte haben die nicht und die können auch nicht gegen die Regierung irgendwas tun. Und die Regierung gibt natürlich da als nicht demokratische Institution den Ton an. Man kann nur hoffen, dass die Chinesen irgendwie zur Einsicht gelangen, die chinesische Führung, aber die Hoffnung ist grün. Gut, vorhin habe ich noch zwei Wortmeldungen nochmal von Hans-Florian Heuer zum Thema Entmonetarisierung und anschließend von Stefan Schwarz unterschlagen. Die würde ich jetzt gerne noch nachholen und dann bewegen wir uns auf das Ende zu. Ich habe so das Bild von der Monetarisierung, dass mit der Münze diese sogenannte horizontale Monetarisierung, der ganze Erdball ergriffen worden ist über die Kaufleute. Und dann die zweite Monetarisierung, die vertikale, war die, dass das Geld in allen Gesellschaftsschichten ankam. Also nicht nur bei den ganz oben. Und als dritte, frage ich mich, ob Sie das auch so sehen können, als dritte Monetarisierung ist die in unseren Köpfen, dass wir sagen, rechnet sich nicht, machen wir nicht. Oder rechnet sich, machen wir, auch wenn es ökologisch bedenklich ist. Ja, Geld ist ja ein Verrechnungssystem auch. Und durch dieses Verrechnungssystem fangen wir an, die Dinge vergleichbar zu machen. Und dann fangen wir an, Kosten-Nutzen-Kalküle anzustellen. Und dann werden wir wie Pharisäer. Dann fangen wir sogar an, unsere sozialen Beziehungen letzten Endes unter Umständen darauf zu gründen, was kostet mich etwas und was bringt es mir. Während wenn ich in einer ökonomischen Umgebung lebe, in der das Ökonomische in das Soziale eingebettet ist, in kleinräumigen Kreisläufen, wo im Prinzip kein Geld da ist, kann ich gar nicht, wenn ich jetzt meinem Nachbarn was repariere, irgendwie auf die Idee kommen, das zu bemessen und dann von ihm zu verlangen, ich brauche genau 7,5 Kilo Äpfel aus deinem Garten. Das ist genau der Gegenwert. Auf so eine Idee komme ich nicht. Wir fangen dann an, auf andere Weise, teilweise rituell, teilweise wie in anderen Kulturen. Es gibt ein schönes Buch von Serge Latouche, der zufälligerweise die Galionsfigur der französischen Décroissance-Bewegung ist. Das erste ins Deutsche übersetzte Buch von ihm, das versucht, die afrikanische Ökonomie zu erklären und deutlich zu machen, wie dort Entscheidungen getroffen werden, weil kein Geld im Prinzip als Maß oder als Recheneinheit gilt. Also auch da muss ich Ihnen zustimmen. Dann noch Stefan Schwarz. Frage nach der Trumpschen Handelsprotektionspolitik, ne? Das war es, was du noch auflöst. War der letzte Beitrag, den wir hier sehen, ja. In diesem Sinne, wenn es jetzt nicht klappt, würde ich an dich übergeben, Klaus. Ah, es scheint zu klappen. Jetzt, Moment, das Phone hängt. Ja, also wegen der Trumpschen Politik, also Protektionsmaßnahmen, handelspolitische. Wäre das eine Möglichkeit, wenn man schon nichts von den Chinesen lernen können, wie von Trump so angestrebt? Jetzt weiß ich, aus deutscher Position ist es da schwierig zu sprechen, weil wir schlechte Voraussetzungen mitbringen, ja mit 8% über Auslandsüberschuss, aber wäre das auch eine Möglichkeit oder eine Notwendigkeit sogar da auch, Kapitalverkehrskontrollen oder irgendwie solche protektionistische Maßnahmen irgendwie versuchen ins Feld zu bringen, um da das Auslandskapital irgendwie, also die Ansprüche vom Euro-Dollar-Markt und von den marodierenden Geierfonds und so weiter, um die versuchen, also dahingehend Perspektive, dass die draußen bleiben und dass wir hier auch einen nachhaltigeren Kurs einfach einschlagen können und nicht dieses exponentielle Wachstum dazu brauchen. Also ich bin auch der Meinung,
dass wir, und ich bin kein Fan von Trump, das werden Sie mir wahrscheinlich glauben, aber dass Protektionismus nicht per se einfach böse oder schlecht ist. Was die Chinesen sich erlauben im Hinblick auf das Verletzen von Regeln, um in die Märkte einzudringen, das ist schon enorm. Und das einfach tatenlos mit anzusehen, kann also auch keine Lösung sein. Trotzdem muss man mit Protektionismus vorsichtig sein. Ich bin da eher so ein bisschen auf der Linie von dem Felix Eckhardt, der schon vor Jahren eigentlich gesagt hat, wir müssen uns natürlich vor Ökodumping schützen. Also um wirklich nicht willkürlich und autoritär oder auch diplomatisch fragwürdig umzugehen mit dem Außenhandelsproblem, würde ich ganz klar sagen, wenn sich eine Gesellschaft bekennt zu ökologischen Standards, dann hat sie auch das Recht, die Einfuhr von Produkten, die also schlicht und ergreifend ökologisches Dumping beinhalten, die auch einzudämmen. Ob man tarifäre oder nicht tarifäre Handelshemmnisse dann wählt, das will ich hier mal offen lassen. Aber ich halte das für absolut in Ordnung, zum Beispiel Plastikprodukte nicht mehr einzuführen oder Produkte, die schlicht und ergreifend unter Bedingungen hergestellt wurden, von denen klar ist, dass sie also nicht unseren ökologischen Standards entsprechen. Dann ergäbe sich automatisch eine Regulierung, die eben nicht willkürlich ist. Genau, vielleicht ganz kurzer Hinweis, ein ganz spannender Artikel, weil es gerade zum Thema Protektionismus passt. Und Plastik von der New York Times, dass die amerikanische Mineralölkonzerne und Raffinerien planen, ganz, ganz viel, möglichst viel Plastik noch nach Afrika zu exportieren, weil sie da noch Absatzmärkte finden, was natürlich in weder keinem ökonomischen noch in einem ökologischen Aspekt in irgendeiner Form sonderlich zuträglich ist. Wen es interessiert, ich habe den Link kurz eingestellt, weil es zum Thema gepasst hat. Das aber jetzt nur ein kleiner Exkurs und jetzt Klaus, gerne abschließende Worte. Ja, ich, Herr Professor Pech, ich bedanke mich sehr für diese kurze Einführung, die Postwachstumsökonomie. Für mich war das die erste Vorlesung in diesem Sinne sehr interessant. Und in so einer Stunde kann es ja nur darum gehen, mal Nachdenken anzuregen. Das ist bei mir auf jeden Fall passiert. Ich glaube, an uns alle die Anregung, uns nicht auf die Politik zu verlassen, sondern manche Sachen selber in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, also ich persönlich nehme es auf jeden Fall mit. Herzlichen Dank. Das nächste Gespräch ist in Planung, ist aber noch nicht fest. Wir werden dann wieder über Vollgeldrundbrief und die üblichen Kanäle darauf hinweisen. Vielen Dank und allen einen schönen Abend. Ja, Ihnen auch nochmal vielen Dank für die Einladung und die schöne Diskussion. Schönen Abend. Besten Dank auch nochmal und wie gesagt, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Morgen im Laufe des Tages dann veröffentlicht. Mindestens mal bei uns im Blog auf monetative.de/blog und alles weitere. Dann auch nochmal an alle Teilnehmer. Schönen Abend.